Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tamarin. So, wir sind hier und laufen gegen die unsichtbare Wand. Seht ihr das? Mhm. Ja, wir müssen auf den Gipfel irgendwo. Was ist eigentlich das für eine Blume hier? Okay. Ich muss ja nicht immer was sagen, ne? Naja, Checkpoint erreicht. Jawoll. Jetzt hier nach unten. Okay. Da gibt es eine Gesundheit. Die Frage ist die Erhöhung oder einfach nur normale Gesundheit? Ich backe hier runter. Sieht ja, sah ja schlimm aus. Mhm. Ich habe schon gesehen, da gab es einen Schalter. Da gibt es noch mehr Beeren. Ich will Beeren. Johannisbeeren. Mhm. Grafik einfach. Man erkennt zwar was, sagen wir mal so, den Bereich, wo man nicht hin soll, ist halt so ein bisschen, naja, blasser. Käse! Beziehungsweise Spenden. Yeah. Hä, wo wirfst denn du die Steine hin, bitteschön? Was machen denn die? Ach, da spawnt wieder einer. Okay, und nochmal einer. Okay. Was kann man da runterklettern? Ach, der fliegt weiter. Ah, ich dachte schon, wie kommt man die hier hoch? Fliegt wieder zurück. Okay, no! Ah, schade. Gemütliche Musik. Ist eigentlich auf der Seite irgendwas?
Das kann man eigentlich auf der Seite machen. Ah, da kommt man schneller hoch. Also, naja. Man würde. Ist einfach ein anderer Weg. Okay. Ja, ich habe schon das Gefühl, man kriegt hier. Okay. Kann es sein, dass er eh immer automatisch herumfliegt? Okay. Irgendwie geht das mit dem Fangen noch nicht so gut. Gar nicht eingeschaltet. Aber auf Aufnahme haben wir schon gedrückt, hoffentlich. Irgendwie? Oha. Egal, wir lassen den mal. Jawohl, ich muss nur, man muss eigentlich nur warten, bis er ruhig ist. Weil er will ja nicht gefangen werden, das ist das Problem. Ich meine, wer will das schon? Wieder Libellen. Jetzt geht's an das Eingemachte mit dem Klettern. Okay, ich konnte den Sprung gerade nicht vollführen. Schon wieder nicht. Okay. Komme ich denn da weiter? Gar nicht. Naja. Einfach nicht loslassen, kleiner Bär. Ich meine, du bist ein Affe, aber. Ich kann darüber. Das sah eben gerade so aus, als wäre das nicht möglich. Komm wieder davor. Hä? Ich hab den doch eigentlich erwischt. Mann, ich verliere hier Leben. Unnötig. Anscheinend kann ich den gerade nicht erwischen. Den irgendwie auch nicht. Na, dann ignoriere ich die halt, so gut es geht.
Wer wirft denn hier mit Steinen? Steinen, da will ich nur weinen. Übrigens, Leute, wirft nie mit Steinen herum. Also sicher nicht gegen Menschen, auch gegen Tiere nicht, ne? Weil das kann echt, echt hart wehtun. Wenn ihr wollt, dass jemand im Spital landet, naja. Und das will doch niemand, ne? Also ich hoffe, dass ihr das nicht wollt. Was ist das für ein Bereich? Ich will es jedenfalls nicht. Okay. Wieder Vögel platzieren. Spiel wird gespeichert. So will man das doch. Okay. Da unten gibt's Kisten. Und hier wieder. Müsste die 2 sein, ne? Okay. Wieso wird mir der Schalter jetzt angezeigt? Bereich hier. Erinnert mich an den Bereich, wo wir mal waren. Okay. Einfach ein Schalter. Die Pflanzen werden zwischendurch einfach größer. Ah ja. Okay. Das ist die Abkürzung von dem. Sehr gut. Mich nimmt einfach Wunder, bleiben die immer offen? Oder muss ich die jedes Mal wieder aktivieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Die müssen offen bleiben. Okay, das ist der Kiefer. Ah, stimmt, das war der Bereich da. Ah, okay. Ich dachte, wir wären irgendwo anders. Also auf der anderen Seite. Sagen wir das mal so. Nochmal ein Vogelhaus. Ich glaube, die werden auch gespeichert, ne? Ich das mache. Beziehungsweise, nachdem ich ja den gefangen habe hier, wird es gespeichert. War das der Schalter? Oha. Was war denn das für ein Sprung? Wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn das? Ah, da oben. Ich sehe es. Nein. Aber ich hoffe, das Eingesammelte bleibt, ne? Und ja, wir haben Checkpointer auch noch aktiviert. Irgendwie ruckelt sie hier gerade auch ein bisschen. 9. Ja.
Okay, da war es nicht. Wir haben wenigstens auch immer wieder unsere Leben zurück, auch wenn wir eins verloren haben. Und das gibt uns hier wieder Zeit mehr. Interessante Dinge jedenfalls. Ja, hier ruckelt es ein bisschen. So. Ich glaube, da müssen wir bei den Spinnen irgendwie hochklettern. Nein, 2, 1, oh. Ja, ich sehe es jetzt. Bei da oben. Wie kommt ihr da raus? Wo ist es? Ah, da. Keine Ahnung. Wo das jetzt war? Da hinten? Ah ja. Eine Münze habe ich noch gesehen. Beziehungsweise. Da war ja noch eine Münze. 3, 2, 1. Und tot. Hä? Och. Spiel. Aber in dem einen Bereich kann ich nicht viel machen. Nein, eine Münze. Das kostet Zeit. Oh, und ich kann hier noch keinen Sprung vollführen. Ja, natürlich, jetzt ist wieder alle. Es ist wieder alles da. Muss ich wieder alles holen, weil ich von der Schlange getötet worden bin. Hä, was war denn das vorhin? Nein, ich habe keine Stampfattacke gemacht. Ich habe nur nochmal A gedrückt. Ja, super. Ich hätte eine Rolle vollführen sollen. Wobei, 24 Sekunden habe ich trotzdem. Da gibt es sicher Profis, die haben, ich weiß auch nicht, das in weniger als der Zeit geschafft. Je nachdem, wo ich stehe. Oh Mann. Der nervigste ist eigentlich der hier. Was zum Geier wollen die von mir? Boah, das Ding ist ja voll schwer. Also ich gehe da lieber ohne Schalter hoch. Oh Mann. Und ich weiß, die Zeit wäre wahrscheinlich schon um. Aber ey, das ist ja echt schwer. Ich meine, ich finde es ja schön und so noch Challenges zu haben, die es gut machen, aber... Ihr kennt das von Yooka-Laylee. Hey, manche Dinge, Aufgaben, die waren für mich einfach zu viel. Und zu viel des Guten ist einfach zu viel des Guten. Ich mag entspannte Bereiche und nicht so hektische, wo du wirklich
jede Sekunde zählt. Du musst wirklich schauen, dass du es irgendwie hinbekommst. Ist für mich einfach zu viel. Aber es ist nett gemeint vom Spiel, ne? Von den Entwicklern. Aber für mich ist es einfach zu viel. Ich kann da gar nichts gegen die Schlange machen. So, dankeschön. Ja, ich hab den Siehen. Ich habe nicht mal einen Rückwärtssaldo eigentlich gemacht. Jawohl. Hier leckt es auch ein bisschen sehr. Also, sagen wir es mal so. Es läuft nicht mit den 60 FPS wie sonst auch. Oh, das ist kurz vor 12. Und mein Wecker sagt jetzt an. Die Zeit ist um. Naja, dann liebe Leute, ich bedanke mich fürs Anschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chemerance. Danke fürs Anschauen. Tschüss.